Und damit willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Wir müssen uns jetzt etwas kurz fassen, denn das Gefühl nehme ich da schon jetzt fünfmal auf. Und okay, jetzt zum Thema Clash of Clans. Erstmal, so sieht meine Base aus. Das hat sich schon mal bis jetzt getan in meiner Rathaus 13 Base. Kommen gleich zu einigen Details. Fangen wir erstmal an. Und zwar, ich habe mir noch einen Skelettkönig gekauft. Ja, ich habe mir noch einen Barbarenkönig-Skin gekauft. Und zwar den Skelettkönig, passend zur Halloween. Oder wie heißt die? Kürbisfriedhofsszenerie heißt die, meine ich. Ja, genau. Passend zum Barbarenkönig, den Urzeitwächter. Knochen und Knochen passt doch super zusammen. Und ja, nun geht's weiter zur Gladiatorin. Da gibt es ja noch keinen Skin. Aber passend zur Gladiatorin habe ich halt ta-ta-ta-ta-ta-ta, Gladiatorenkönigin. So, dann passen die schon mal gut zusammen. Des Weiteren. Ihr könnt so Pilze bei mir sehen, verhäuft. Die lasse ich erstmal da. Gut, ist auf der Baum da, der kann da von mir aus stehen bleiben. Und genau, passt halt ganz gut zur Szenerie, meines Erachtens nach. Und jetzt kommen wir nun zum aktuellen Halloween-Hindernis. Na gut, aktuell kann man auch nicht mehr so sagen, denn Halloween ist ja, sag ich mal, auch schon einige Zeit lang vorbei. Meine Meinung zu dem Hindernis, vorher mochte ich es eher weniger. Findest du jetzt persönlich aber ganz gut, ist euch gut gelungen. Supercell, Clash of Clans, großes Lob. Ist mal wieder ein Hindernis geworden, wo man sagen kann, ist das nicht ein Hindernis? Ja, habt ihr es gesehen? Da war eine Fledermaus. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult mal kurz zurück und startet es nochmal von neu. Genau. Eine Fledermaus fliegt da mal lang und diese Szenerie habe ich mir halt für 3,99 gekauft und nicht für 6,99 €. Denn wäre es für 6,99 € hätte ich mir diese Szenerie mit Sicherheit nicht gekauft. 3,99 € finde ich mega cool. Habe halt ein bisschen Rabatt gekriegt. Genau. Diese Szenerie finde ich halt echt mega cool. Sieht so schön aus und jetzt geht es weiter im Programm. Bevor ich es vergesse. Oder warte, 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 wo? Genau, ich bin in einem neuen Clan drin, da schauen wir jetzt auch mal kurz drauf. Und ich bin beim Mobile Fanboy, bei dem YouTuber, Mr. Mobile Fanboy. Habe ich 1000 oder mehr Kommentare schon geschrieben. Bin mega stolz auf mich und 35 Abonnenten, 35 Herzen habe ich, glaube ich, von denen schon gekriegt, meine ich. Auf jeden Fall das erklären, wo ich jetzt neu drin bin, aber nur mit meinem MK1-Account, denn wir wechseln mal gleich um. Und zwar wollen wir mal gucken, was der HR-Clan macht. Und ich würde sagen, wir machen es nicht gleich, wir machen es jetzt, genau. Wie man es jetzt, da so verklickt, so, wechseln um auf MK5 Rathaus 4. Rathaus 4, da stand Rathaus 4. Genau, und zwar, es wird auf Rathaus Level 5 verbessert. Das ist mein Dorf, MK5, Rathaus Level 5 wird verbessert und ist im HR-Clan, wie gesagt, drin. Ist Anführer dort, nur meine anderen MK-Accounts sind da drin. Werden jetzt auch das mal kurz überprüfen. Da MK2 ist da, MK5 ist Anführer, MK3, MK4. Wollte den Clan mal neu eröffnen, hat auch nicht so gut geklappt. Leute, ihr wisst das Problem mit Clash of Clans und den Rekrutierungstool, das ist doch der größte Mist auf Erden. Genau, Rathaus 5 läuft. War jetzt noch irgendwas hier zu dem Thema? Nein, Mobile Fanboy habe ich gesagt, dass ich da 1000 oder mehr Kommentare schon geschrieben habe. Ich weiß, ja, kommen jetzt Leute an. Was ist denn nicht neuig? Ja, für mich ist das aber was neuig. Genau, das Schiff unten links baue ich nicht und dann würde ich sagen, gehen rüber in den MK1-Account. Ist ein bisschen hastig alles, aber bevor ich es vergesse. Wenn du Fragen hast über Clash of Clans, generell über irgendwelche Sachen oder du möchtest dich einfach so unterhalten, gerne unter den Videos einfach einen Kommentar schreiben, denn ich kriege eine Benachrichtigung und wie ich sehe gerade, oh, ein Angriff. Ein Angriff, da können wir auch mal gleich zuschauen. Wie gesagt, einfach gerne einen Kommentar schreiben, ich kriege eine Benachrichtigung und dann können wir uns gerne auch so unterhalten. Es muss jetzt nicht immer sein, dass ich Videos mache. Ist jetzt nur spontan ein Video, da ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache jetzt mal ein Video. Aber ansonsten wird es, glaube ich, vielleicht, weiß ich, eher weniger der Fall sein. Was aktuell, ob ich mehr Videos schaffe, das ergibt sich dann. Aber jetzt wollen wir mal kurz den Angriff hier beurteilen. Lava Loon benutzt der. Naja, eine Taktik, die bei mir eher weniger klappt, aber bei ihm scheinbar ganz gut klappt. Der hat ja schon 2 Sterne. Ja, jetzt muss aufpassen, dass die Queen down geht. Eigentlich müssen wir den ja gar nicht anfeuern, weil das ja unser Gegner ist. Ne?
Aber wir wollen ja heute mal nicht so sein. Sieht interessant aus. Also Queen kann er ja noch zünden. Der Barbarenkönig läuft voran. Ach so, eine Sache wollte ich euch noch sagen. Ist ja auch bald Weihnachten. Weihnachten steht auch fast kurz vor der Tür. Und da gibt es auch ein neues Hindernis. Ich bin gespannt, ob das ein Weihnachtsbaum ist. Bis jetzt gab es ja jedes Jahr einen Weihnachtsbaum. Kann aber auch sein, dass Clash of Clans sich überlegt, wir machen mal keinen Weihnachtsbaum. Und dann bin ich gespannt, wie der Weihnachtsbaum aussieht. Oder generell das neue Hindernis. Wie das aussieht, bin ich gespannt. Und wann das Hindernis kommt, da bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Genau. Oh mein Gott, das werden über 100%. Ja, toll. Toll. Ja, toll, 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 toll. Dann 100%, ach so, Brawl Stars Videos werde ich erstmal nicht machen, das zur Info. Ihr habt ja auch auf dem Kanal gesehen, alles in Clash of Clans umgewandelt. Clash of Clans ist halt das Spiel, klingt blöd, aber es ist halt, Clash of Clans ist mein Leben. Ja, Clash of Clans ist mein Leben. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal so am Ende. Clash of Clans ist mein Leben. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Clash of Clans. Thank you.